Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen dem Pokédex ein bisschen vervollständigt und jetzt sind wir wieder hier und machen ein bisschen in der Story weiter. Ich habe meinen Pokédex fast vervollständigt. Ich habe im Internet nachgeguckt. Angeblich gibt es 211 Pokémon. Das mir fehlen noch 7. Einige davon sind nur per Tausch erreichbar. Und ja, das wird lustig, ne? Ich muss mir hier noch, weiß nicht, hier, wie ist das nochmal? Algit, dieses Drachenwasser-Pokémon war das, glaube ich, ne? Und Scarborn habe ich mir rüber getauscht. Da habe ich, glaube ich, noch nicht den Pokédex-Eintrag gezeigt. Scarborn verspeist am liebsten süßen Baumsaft. Mit seinen zwei Antennen nimmt es die Witterung auf, während es den Wald danach absucht. So, und dann, wo war das hier? Ein Quaxo habe ich gefangen, aber das habe ich, glaube ich, aufgenommen. Nach der Schein Quaxo an Ufern von Teich mit seinen schallenden Ruf beansprucht das sein Revier. Keine Ahnung. Ich nehme das jetzt nicht mehr so genau, weil langsam wird das ein bisschen anstrengend, hier die ganzen Dinge mal bereit zu haben, die Aufnahmen. Und eins wollte ich hier noch zeigen, hier Algit und Tandrak. Die gab es nur in Schild, die habe ich in Schild gefangen, auf Pokémon Home transferiert und dann jetzt hier rübergebracht. Und ja, jetzt habe ich den Schwert. Es treibt versteckt zwischen Algen durchs Meer. Nähert sich ein Pokémon, um dieses zu essen, wird es von Algit erledigt und verspeist. Nett. Da Tandra dringend Tankschiffe in sein Revier ein, versenkt es diese mit Hilfe eines Giftes, selbst Metall zum Korrodieren bringt. Korrodieren, ja. Und das war's jetzt eigentlich, ne? Sedra King habe ich auch noch gefangen. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht aufgenommen. Wenn ein Sturm aufzieht, schwimmt es an den Meeresoberflächen, stößt es auf einen Dragoran, spricht es ein erbitterter Kampf zwischen ihnen aus. Und ja, ich habe mir noch einige Pokémon ja schon mal vorbereitet, die ich hoffentlich tauschen will. Ich habe vorher das verkehrte Team. Ja, ich, wie man sieht, ich bin ja so sehr stark am Trainieren, ne, mit Competitive Pokémon und ich bin voll unvorbereitet hier in diese Aufnahme reingegangen. So, ich nehme dich rein, ich nehme dich rein. Oh, ich nehme mich raus. Ihr werdet wieder trainiert auf Screen irgendwann. Wo sind meine Team-Pokémon? Sind irgendwo hier sein, ja. So, Igni, du brauchst noch voll lange. Ich hätte übrigens ziemliches Glück in Pokémon Schild. Das ist mir was Schönes über den Weg gelaufen. Und zwar, ich hatte auch schon ein Schwert hier rüber gemacht. Und zwar hier. Boom. Ein Shiny Primano. Cool, ne? Weiß nicht, wie sie. Ich bin in diesen komischen Gräsern da rumgelaufen, in diesen Wackelgräsern, weil ich irgendwie ein bestimmtes Pokémon noch suchen wollte, ein Schild. Und ja, nachher, ich habe mir ein Schild auch den Pass geholt. Also ich habe jetzt schon wieder 30 Euro für ein DLC ausgegeben. Und ja, macht mir jetzt eigentlich nicht so aus. Er ist, als würde man eigentlich sozusagen eine dritte Edition für irgendein Spiel kaufen von Pokémon, was ich ja auch schon oft gemacht habe, also von mir macht das jetzt auch nichts aus. Also muss ich mir extra den Schildpass DLC holen, um mir einige Pokémon noch zu kriegen, an die ich nicht rankam. Und das heißt, ich müsste auch ein zweites Dings hier bekommen, ein zweites Dakuma, was auch nicht schlecht ist. Aber erst einmal hier Sichlor, Seemon, Flegmon, die Entwicklung davon werde ich irgendwann vorbereiten. Muss ich wahrscheinlich wieder den Master fragen, damit er mehr wieder hin und her tauscht ein bisschen. Und ja, wir machen jetzt aber erstmal in der Story weiter. Und zwar, nee, warte mal, ich habe, glaube ich, wieder ein paar Watt, ne? Meine 50.000. Jetzt, wo ich mein Ziel von 200.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Automaten für gehaltvolle Tränke bestellen. Haben wir doch schon. Hallo, spreche noch mit jemandem. Number One. Mein Name ist Enya. Ich rufe aus dem Master Dojo an. Blablabla. Endlich kann man jetzt aus Protein und Eisen bei uns kaufen. Oh, okay. Also man kann sich jetzt Dinger hier kaufen. EV-Training-Zeugs. Okay. Wenn man das Geld hat, ne? Was ich nicht habe. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, muss mit den reden, ne? Mit dem Master, was geht. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir und Dakuma so läuft. Stimmt, wir haben diese ganzen Orte da besucht, ne?
Kuma. Fantastalonisch. Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Der Kumo ist an deiner Seite prächtig gedeihen. Ist an deiner Brich. Was? Ist an deiner Seite prächtig gediehen. Okay. Saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Wollt mir bitte über einen Hopp ab? Sagt nie wieder Hopp. Nie wieder. Oder ranklotzen. Müssen wir jetzt gegen mich kämpfen oder was? Was ein schöner Tag zum Flanieren. Puh, da werden wir. Hier sieht es gut aus. Also Daniro und Akuma. Wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spitzt mal schön die Lauscher. Austragungsort dieses eigens für Daguma konzipierte Training sind die Türme der zwei Fäuste. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Daguma's zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich 5 Etagen und 5 Trainer, die es faustdick hinter den Ohren haben. Du solltest Daguma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich in diesen Herausforderungen wagst. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Fokusfrost durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit dem Pfad über dem Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch an einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird spitze. Oh. Ja, ich verstehe es wegen Turmspitze. Ja, so viel wusste ich auch schon irgendwie. Ich muss einen der Türme hier aufsuchen und dann entwickelt sich Daguma entsprechend, welchen Turm man auswählt. So, die Sache ist die, ich habe den Rüstungspass für Schild. Das heißt, ich habe auch theoretisch ein zweites Daguma. Was ich habe das noch nicht bekommen in Schild, weil ich noch nicht so weit bin, aber ich habe theoretisch Platz für ein zweites Daguma. Das bedeutet, ich kann also beide von diesen Formen besitzen. Und so wie ich das jetzt hier plane, ist, ich werde beide Türme einfach mal zeigen, gucken, wie halt bei denen abläuft. Und dann gucken wir halt mal, für was wir uns hier entscheiden, für was für ein Stil oder für beide halt, ne? Weil ich ja, wie gesagt, beide Dakumas haben kann, weil ich beide Editionen habe. Aber wir gucken trotzdem mal in beide Türme mal hier rein, ne? Jetzt gucken wir, die zu bieten haben. Das ist ja des Wassers, ne? Weil hier ist Wasser und so, ne? Oder Nero, der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Ist der Turm des Wassers. In denen allein mit dem Training deines Daguma's, solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Okay. Oh, ich muss alleine mit. Okay, da wird ein bisschen krass. Na gut. Es ist EV trainiert, also Angriff und Initiative, ne? Hat Daguma mindestens Level 70 erreicht, sollte es den Training problemlos abschließen. Also muss ich noch Level 70 erreichen. Was sind das war und die Kürze. Also soll ich den erstmal hochleveln bis auf Level 70 oder was? Ja, super. Was sind denn für Angriffe überhaupt? Kackangriffe. Also soll ich jetzt hier noch bis Level 70 hochleveln oder was? Sie würden mir jetzt ja wohl nicht sagen, wenn das nicht wichtig wäre, oder? Oh. Ja, oder mache ich einen Schnitt. Ich trainiere meinen Daguma hoch und gebe dir dann ein paar vernünftige Angriffe und dann checken wir mal diese beiden Türme aus. Aber heute wird das wohl nichts mehr, glaube ich, ne? Also ja, mal schauen. Ja, ich sehe euch dann. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit einem Level 70 Daguma. Bartholomew, mehr oder weniger. Und ja, ich habe ein paar neue Attacken beigebracht, in Hoffnung, dass das vielleicht hilft. 212 Angriff ist verdammt viel. Ja, Nahkampf, Eisenschädel, Senkkopfstoß und Eissieb. Klingt nach einem guten Setup. Nahkampf kann ich natürlich nicht so oft einsetzen, aber ja. Gut, Level 70. Ich habe die Offensivweste ausgerüstet, weil ich habe erst zu Überreste tendiert, aber ich hoffe ja, wir können auch irgendwie Items einsetzen. Also ja,
Heilung jetzt irgendwie nicht so ein Problem. Guck mal, von wie weit ich den schon schieben kann. Und ja, wir werden beide Türme mal auschecken. Wir versuchen mal erstmal hier den Turm des Wassers und da hinten ist der Turm des Unlichts, ne? Und ja, dann checken wir mal beide aus und tun uns danach entscheiden, für was wir ein Pokémon oder Entwicklung oder was auch immer da kommt, hier wir uns entscheiden. Das ist der Turm des Wassers. An diesem Ort kann da, guck mal, die geheimen Künste des Wassers, Alter. Da, guck mal, mindestens Level 70 erreicht, sollte es das Training problemlos abschließen können. Wenn du den Turm betrittst, kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du 5 Trainer bezwungen hast, die darin auf dich warten und nachdem du selbst besiegt wurdest. Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turms den Zugang zum anderen auf ewig verwehrt. Also willst du den Turm des Wassers betreten, um die Künste des Wassers zu erlernen und denen des Unlichts zu entsagen? Ja, meinetwegen. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Wassers. Jawohl, ja. Du wirkst entschlossen, dann mal viel Erfolg. Ich hoffe, du speicherst jetzt nicht irgendwie dazwischen oder so. Was das unumkehrbar oder irgendwie sowas. Ich will doch erstmal hier nur gucken. Ich muss jetzt 5 Trainer besiegen. Regentropfen verschwelken zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Der ewige Kreis des Wassers wird dich verschlucken. Ist ja eigentlich vollkommen egal, für was ich mich entscheide, ne? Ein Schülerin, okay. Ein Schülerin. Da haben sie aber ein bisschen Mist gebaut. Habe ich gesehen. Na, steht uns ohne Worte. So, was setze ich denn jetzt hier ein? Seinen Kopfstoß machen wir mal. So wie es aussieht, kann ich wahrscheinlich danach mich noch irgendwie. Oh nee, er ist auch voll unfair. Zum Glück habe ich Offensivweste. Ich wusste, so was kommt. So, sein Kopfstoß. Bonk. Wie gesagt, ist ja eigentlich egal, gegen was wir hier, für was wir uns entscheiden. Letztendlich habe ich beide. Oh, nur ein Pokémon. Sieht ganz aus, als wäre ich stattdessen von einem Talent verschluckt worden. Okay, sieht aber aus, als könnte ich mich jetzt wieder bewegen, ne? Wirklich weit, du darfst dich auf der nächsten Ebene begeben. Ich dachte, jetzt kommen die so, weiß ich nicht, so Kampfturm-mäßig irgendwie hintereinander, aber so ist ja voll chillig. Mir schwieriger vorgestellt. Aber das wird bestimmt noch härter, ne? Okay. Irgendwie konnte ich mich jetzt gerade nicht da hoch bewegen erst. So, Nummer 2. Egal, ob rund oder eckig, Wasser passt sich der Form seines Gefäßes an. Genauso passe ich auch in meinen Gegner, so passe ich mich auch meinen Gegner an. Gleich wird es dir den Atem verschlagen. So, ich nehme an, du bist eine Schüler. Krabby. Warum nur Wasser? Ach so, ja, Wasser. Ich bin auch ein bisschen doof, ne? Ja, vielleicht Donnerschlag beibringen sollen. Das war auch so zur Auswahl, aber habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Aber stimmt ja, macht ja eigentlich Sinn, ne? Der Wasser-Pokémon kommen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so offensichtlich jetzt wird. Vielleicht sollte ich anstatt Eishieb Donnerhieb irgendwie Donnerschlag ausrüsten. Mal schauen, mache ich mal gleich. Also mal. Ich habe gar keine Gelegenheit, mich mit deinem Kampfstil anzupassen. Ich meine, du darfst dich auf die nächste Ebene geben. So, aber erst einmal bringen wir Donnerschlag bei. Da wird die Sache ja ein bisschen vereinfachen. Ich habe, weiß nicht, Eishieb ausgerüstet, weil, weiß nicht, hat mehr Schwächen, Drachen, Flug, Stein, Pflanze. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, tu mal das ausrüsten, es bringt auf jeden Fall. Aber anscheinend nicht. Aber hier kommt eindeutig Wasser-Pokémon, also brauche ich Donnerattacken. Jetzt kommt wahrscheinlich was vollkommen anderes, ne? Pass auf. Heiner. Selbst gewaltige Steine können entstehen, die niederpassenden zahllosen Regentropfen nicht standhalten. Glaubst du, dass ein Wille die stete Angriff meiner Wassertropfen überstehen kann? Ja. Glaube ich. Ein Schülerin. Meryl. Okay. Mach sie fertig. Bartholomä. Jetzt mit einem Schlag, pass auf. Sehr gut.
meine so. Ja. Muss das sein? Für mich gecheatet. Ein Schülerin wurde besiegt. Eine Wassertropfen gleichen mehr einer Hydropumpe. Aber ich benutze kein Wasser. Ich weiß nur, wie man Wasser tötet. Schweinung, darf sich auf die nächste Ebene begeben. Nee, das ist genau das gleiche. Na dann mal hoch. Jetzt beim Wasser großer Kälte ausgefriert ist und wird zu Eis. Bei jetzt hingegen verdampft es, wird eins mit der Luft. Somit ist Wasser imstande, seinen Namen und seiner Gestalt nach Belieben zu ändern. Das heißt, es gibt auch viele Möglichkeiten, Wasser irgendwie den Gar auszumachen. Schaffst du es, seiner wilden Natur zu bändigen? Ja, das heißt also, wenn ich Wasser genug verbrenne, dann kann ich es erledigen. Nein, so wollte ich das nicht meinen. Wenn ich es genug Kälte aus, jetzt haben wir jetzt eingefroren und nutzlos. Ja, schon, aber danke. So. Bartholomä, Donnerschlag. Erledigt. Da geht's hin. Okay. Weder jetzt noch Kälte kann an deiner Stärke rütteln. Außerdem tut Elektrizität. Mit Wasser von Elektrizität gleitet. Ich weiß von jemanden erwartet. Lass mich raten. Wie viel war wetten, dass jetzt der Dingens ist hier? Der Maastricht, der da oben wartet. Ich wusste es. Hi. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Wassers wählen würdest. Da kam ich gleich her. Gut ab dann, Ihre Unterkoma. Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Mein Dakoma hat auch einen Spitznamen. Koma. Doch euch steht noch ein abschließender Kampf vor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meinen einen allzu klaren Fluss, der nicht in den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten ins Wasser steckt. Dann komm mal her. Oha. Dojo-Meister Maastricht, feuert dich aus. Und er hat auch einen Dakuma. Tja. Pech für dich, nur dass ich eine Psycho-Attacke habe. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine Sinne, nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. So, jetzt komme ich, mach damit einen Schlag fertig, pass auf. Wow. So ein Fokusgurt. Ich so ein Staunen, Daniel, das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Aero, oh Gott. Sehr effektiv. Ah, sein Kampfstoß hat ja 90%. Da gehe ich ihm auf Nummer sicher. Donnerschlag. Ich habe mit einer P irgendwie nicht irgendwie erledigt habe. Boom. Dojo Meister machst du, ich wurde besiegt. Einfach überwältigen, wie schnell die jungen Leute sich hier weiterentwickeln. Eine Menge Geld. Unglaublich. Zwei seit wahrhaftig ein fantastisches Team. Ja. Yeah. Ich wünsche, dieser Fistbump wäre ein bisschen eher passiert, weil hätte ich ja ins Intro reingepackt, so mit Hoplo damals. Oh, wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Daniro. Prächtig, wie ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch in diesem Training versucht. Sein Name war Deleon. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Tor geschafft. Oh, so, jetzt ist es aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Schiffrolle des Wassers. Ich merke, du hast auch so ein Schwert und Schild-T-Shirt wie ich.
Also T-Shirt. Boom. So, da guck mal, die Schrift des Wassers zeigen und bei ihnen die Entwicklung auslösen. Ja. Ko? Da Koma. Alles klar. Kann ich jetzt auch B drücken einfach? Drück mal B, passiert nichts. Und da haben wir die Entwicklung. So, Wulaso. Die Entwicklung. Eine Entwicklung. Das Kampfwasser-Pokémon. Fließender Stil. Man sagt, es habe den Stil seiner Kampfrichtung an den Fließen eines Flusses nachempfunden. Manchmal ungestüm, manchmal ruhig. Wie Wasser. Trefferschwall. Wasser. Der Mann hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließender Bewegung 3 Angriffe in Folge mit Volltreffergarantie aus. Okay. Oh, das ist heftig. 5. Es hat 5 kritische Treffer. Hier, keine Ahnung. Da war ja mal krass. Ich bin mal gespannt auf die Werte von dem Teil. Sieh und staune, vor dir steht Wulaso in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, in der selbst die härteste Klinge zweifelt. Der fließende Stil des Wassers in seiner vollendeten Form. Wo? Kaum zu glauben, boah, ist das groß. Kaum zu glauben, dass es sich als kleiner Acker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf den Buckel hat, es ist doch immer etwas Bewegendes, jemanden Entwicklung so mitzuerfolgen. Vielen Dank, Dani und Wulaso. Huch, da hätte ich doch noch etwas Wichtiges vergessen. Hier für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Liga-Card von Maastricht. Oh. Okay, so, es wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. An sein Talent gibt es nicht zu rütteln. Dann ist wohl so langsam an der Zeit. Oh, und nochmal ein Kampf gegen den wahrscheinlich. Wäre ein bisschen zu früh, oder? Okay. Schauen wir uns mal Timer an, bevor wir wieder resetten und den anderen Turm versuchen. So, verborgene Faust. Wenn das Pokémon einen direkten Attacke einsetzt, trifft diese auch dann, wenn sich das Ziel selbst schützt. Oh, cool. Okay, die Werte sind ganz schön hochgegangen. Ein bisschen. Ich glaube, Verteidigung hat sich so ein bisschen verdoppelt. Angriffskraft so 60, 80 hochgegangen, glaube ich. Nicht schlecht. Aber wir werden natürlich den anderen Turm noch auschecken. Jetzt gucken, in was unser Pokémon sich dann entwickelt. Also, das machen wir auch noch in diesem Part übrigens. Also, bis gleich. Und wir stehen jetzt ja gerade vor dem Turm des Unrechts und gucken uns mal an, was hier alles so abgeht, ne? Bla 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 bla, du brauchst Level 70, um hier einzugehen, bla bla bla, hier sind 5 Trainer, nehme ich an, ne? Gut, dann gehen wir mal hier rein und gucken, was uns hier erwartet. Und wie die Entwicklung aussieht und allgemein. So, an Attacken und so habe ich jetzt nichts geändert, wie beim letzten Mal, immer noch Offensivfeste, ne? So können wir uns die Werte auch noch mal angucken, bevor es sich entwickelt, ne? Ich meine, die Werte sind auch ein bisschen anders, ne? Und ja, ich nehme an, Turm des Unlichts, viele Unlichttypen, dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Also komm, ne? Wenn du nur in Lichten nachjagst, erweitert sich dein Horizont nie. Meine Attacken lassen Licht und Dunkelheit eins werden, das wird auch auf dich abfärben. Okay, eine Schüler. Immer du sagst. So. Dann komm mal her. Ja, Nahkampf wäre natürlich das Beste, was ich hier einsetzen könnte, aber versuch's mal mit Eishieb.
weiß nicht, Knuddler, habe ich Knuddler als TM? Ich glaube ja, ne? Hätte vielleicht mal gucken können, aber soll's. Ich weiß nicht, ob da Kuma das lernen könnte. Weil wäre eigentlich gut, ja. Ich sollte mich weniger auf Licht und Dunkel konzentrieren. Du bist eine Inspiration. Ich beeindrucken, du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Das hatte ich auch vor, Kollege. Hi, Einschülerin. Es Dunkelheit macht es möglich, auch den schwächsten Lichtstrahl wahrnehmen zu können. Ich werde dir zeigen, wie man die ultimative Kombination aus Licht und Dunkelheit entfesselt. Ist das hier Kriegen im Harz auf einmal? So viel Gerede über Dunkelheit. Ich weiß, das ist der Turm des Unlichts, aber trotzdem. Ha. So. Ja. Ich sehe, nehme ich an. Oh Gott. Obwohl. Gegenschutz. Ich dachte, der Gegenschutz wäre Kampf. Aber ist anscheinend Unlicht. Ja, ist Gegenschlag, ne? Was ich hier gerade denke, egal. Setz einfach. Selbst mit meiner ultimativen Kombination aus Licht und Dunkelheit habe ich verloren. Das war ja Kampf und Unlicht, aber okay. Ich bin Fee Unlicht-Pokémon. Wirklich Beindung, du darfst dich auf die nächste Ebene begeben. Weil Fee ist irgendwie so, dass man irgendwie so am nächsten an Licht kommt, würde ich sagen. Ich habe mich letztes Mal dran gesetzt und darüber überlegt, was für ein Element es in Pokémon noch nicht gibt, aber irgendwie gibt es schon alles, ne? Wir alle irren auf unserem Pfad durch die lichtlose Dunkelheit. Auch der Ausgang des Kampfes ist ein tiefes Schwarz gehüllt. Ja, genau das macht es so spannend. Keine Ahnung, auch für was ich ein Typ hier noch, auf was ich hier für ein Typ noch gekommen wäre, wäre vielleicht, weiß nicht, robotisch? Roboter? Ich meine, das ähnelt ein bisschen Stahl, aber dann könntest du Roboter, weiß nicht, wäre anfällig gegen Elektro oder absorbiert Elektro oder irgendwie sowas. Der ist ein bisschen stärker, vielleicht hilft das. Aber sonst ist eigentlich beides irgendwie vorhanden, ne? Untot, das wäre doch gut, aber das Pokémon, wir reden ja vom Pokémon, ne? Weil wir auch so ein typisches Rollenspiel-Element, was fehlen würde. Aber sonst ist eigentlich schon alles in Pokémon vorhanden, ne? Wenn man so darüber nachdenkt, ne? Jedes Element, Material und so. Man müsste schon echt nachdenken, irgendwie, wenn man was Neues hinzufügen würden wollte. Ich glaube, mir wird schwarz vor Augen. Ansonsten gibt es da eigentlich gar nichts, ne? So, haben wir nicht hoch. Okay. Kampf Nummer 4 ist natürlich nicht so spannend jetzt hier, aber gut. Das Auslaufen des Schiffen einen günstigen Wind ist erschwert einlaufenden Schiffen der Rückkehr. Die Rückkehr. Licht und Dunkelheit liegen oft nahe beieinander. Schaffst du es aus beiden das Beste zu ziehen? Am reden ja so viel über Licht. So ganz eindeutig der Turm des Unlichts. Das steht doch irgendwie zu Unlicht. Ich meine, das hat Licht im Namen, aber ist doch irgendwie sehr klar, dass Dunkelheit sein soll. Oh, perfekt, Ice Heap. Um es zu nutzen, endlich mal. Boom, okay. Dir ist offenbar gelungen, aus beiden das Allerbeste herauszuholen. Jetzt kommt wieder der alte Mann. Den machen wir auch noch fertig, kein Problem. Okay. Hey, dich kenne ich doch. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wählen würdest. Da kann ich gleich her. Gut ab, dann hier runter, Kuma. Ihr habt sauber Arbeit geleistet. Kuma. Doch euch steht noch ein abschließender Kampf vor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon. Einen allzu klaren Fuß, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde jetzt zeigen, was wirklich hinter den geheimen Künsten des Unlichts steckt.
Dann zeig mal. Dojo Meister Maastricht, fahr dich heraus. Ah, komm her. Ich mach dich fertig, so wie den Rest. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine Sinne und nutze den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Genau die gleichen Sätze, glaube ich, ne? So, ich habe wieder Zen-Kopfstoß, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Jedenfalls nicht mit einem Schlag. Boah. Okay. Verdammter Dreck, ey. Sie erstaunen, Daniro, das ist das wahre Potenzial von Dakumas Fäusten. Aero-Ass. Zum Glück ist er nicht schneller als ich, ey. Ice Hip. Und noch was. Wir haben auch kein Level abbekommen. Einfach überwältigen, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Du kriegst eine Menge Geld. Ja, ich nehme an, er kommt wieder genau gleiche. Hä? Unglaublich. Ihr seid zwar, mein Gott, egal. Hab schon gelesen. Muss mich echt angewöhnen, mal gerade vorm Fernseher zu sitzen. Ich glaube, das wird beim Lesen ein bisschen helfen. Okay, reg dich ab, Kollege. Hohoho, wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Daniro. Prächtig, wenn ich sehe, wie toll du da Kuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mir ein damals bester Schüler auch in diesem Training versucht, sein Name war Delion, der hat sich hier verehrt und hat sich mal bis zum Turm geschafft. So, entwickel dich. Gib dich der Dunkelheit her. Ja. Cool. Steht ja genau das gleiche drauf, ey. Ah, ich verstehe. Ich habe es gerafft. Nanu, Bafflomé entwickelt sich. So, genau das gleiche Pokémon. Wohl auch so. Aber anderer Stil, ne? Fokussierter Stil. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einen Treffer zu bezwingen, indem sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Cool. Finstertreffer. Damina hat den Stil des Unlichts gemeistert und führt einen fokussierten Hahnschlag mit Volltreffergarantie aus. Also macht immer Volltreffer. 80 und ist garantiert Volltreffer. Und ist das so stark, das ist fast wie Nachthieb, ne? Das ist wie Nachthieb dann. Aber halt garantiert, nehme ich an, ne? Sie und staune, vor der steht Wulauso in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst die härteste Klinge in zwei bricht. Obwohl es nicht so viel Verteidigung hat. Der fokussierte Stil ist Unlichts in seiner vollendeten Form. Wo? Kaum zu glauben, dass sich als kleiner Racker hinter mir ängstlich hinter mir versteckt hat. Was war eine Veränderung? Bla 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 bla. Genau das gleiche wie vorhin. Die Karte von Maastricht. Okay, also es wird Zeit zum Dojo zurückzukehren. Irgendwie so komisch aus, wie so ein riesen Ding mich verfolgt. So gut. Hi, wie geht's? Alles klar, cool. Hast du andere Werte? Sieht jetzt nicht so aus. Das Pokémon direkt der Attacke an den Trip, diese Auto. Okay, ist genau gleiche. Okay, gleiche Werte, nur halt anderer Typ halt, ne? Nehme ich jetzt mal an. Gut, ich werde, weiß nicht, mich online mal so ein bisschen, wo brauche ich eigentlich gar nicht. Ich werde im nächsten Part höchstwahrscheinlich beide Formen haben. Also ja,
macht es ja jetzt nicht so einen Unterschied, was ich jetzt hier wähle. Ne? Ich werde bis in Pokémon Schild noch bis zu diesem Punkt spielen und dann den Turm des Wassers halt besuchen. Oder kann ich dann auch jetzt noch ändern? Da wäre eigentlich am besten, ne? Aber ich krieg so oder so zwei. Also ist der Turm des Wassers, da war bereits auf den Turm des Unis gefallen ist, kann ich da ja keinen Zutritt verwehren. Gewähren. Also nehme ich mal an, ich werde einen Moment mal. Ich bin nicht schon sogar hier rüber getauscht schon. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Nö, sieht nicht so aus. Nee. Ja, natürlich habe ich hier noch nicht rüber getauscht. Ich brauche den dann noch für die Story, ne? Mein Herz fällt auf, wenn ich mit dem Ding irgendwie da reingehe. Wird Daten passieren. Egal. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns. Ich finde übrigens gut, dass ich mich jetzt überall hier teleportieren kann, obwohl ich jetzt hier schon alles gefangen habe und nicht mehr hier durch die Gegend rennen muss. Aber ja, im nächsten Part werde ich hier mit beiden Formen stehen. Ich werde wahrscheinlich diese Form jetzt einfach behalten und beim nächsten Mal noch mit der anderen hier stehen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? Ich nehme mal an, es geht noch ein bisschen weiter. Ne? Ich habe so das Gefühl, wir müssen noch mal gegen den irgendwann kämpfen und der hat dann die andere Form. Ne? So wird er wahrscheinlich sein. Gut, aber ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.